Eine starke Marke für starke Inhalte. Schwörerhaus wünscht gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen. Bitte nicht füttern, so bringen Sie Keukarpfen gut durch den Winter. Bitte nicht stören, eine ehemalige Orangerie ist heute ein denkmalgeschütztes Wohnhaus. Und bitte nicht ohne Plan, der Grundriss ist entscheidend bei jedem Hausbau. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Die Menschen lieben ihre Haustiere. Aber können Sie sich vorstellen, mehrere tausend Euro für ein Haustier auszugeben? Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass es sich dabei um einen Fisch handelt, mit dem Sie nicht mal kuscheln können, dann kann es sich dabei nur um einen Koi-Karpfen handeln. Immer mehr Menschen liebäugeln damit, sich einen Koi-Karpfenteich anzulegen. Aber die Pflege der japanischen Edelfische ist nicht gerade einfach, vor allem jetzt im Winter. Richard Hilble ist der Koi-Experte hier am Bodensee. Vor 26 Jahren hat sich der gelernte Fischwirtschaftsmeister auf die farbenprächtigen Koi-Karpfen spezialisiert. Seine Exemplare importiert er direkt von japanischen Züchtern. Hier in den Becken schwimmen die Koi hellwach durch das Wasser. Sie kommen sofort neugierig an die Oberfläche, so wie er sich seinen Edelfischen nähert. Sie sind sehr zutraulich und fressen ihrem Züchter nahezu aus der Hand. Anders bei den Fischen im Freien. Selbst wenn es wärmer wird und die Koi-Karpfen auf Futter hoffen, sollten sie nicht gefüttert werden. Man füttert natürlich immer gerne, weil man den Fischen ja was Gutes tun will. Aber im Prinzip passiert genau das Gegenteil. Das heißt, der Fisch hat eigentlich, sage ich mal, gar nicht den Stoffwechsel, um das Futter richtig zu verdauen. Er nimmt es dann zwar auf, aber es liegt ihm praktisch schwer im Darm. Ein Koi hat ja keinen Magen, es geht ja praktisch gleich über die Därme. Und dann plagt es den Fisch und das kann dem auch schaden. Der Koi-Profi hat selbstverständlich auch einen Teich angelegt, in dem richtig große Exemplare ihr Zuhause haben. Jetzt im Winter hat Richard Hilble den Teich entsprechend abgedeckt. Und zwar mit schwarzen Kunststoffkugeln, die auf die Wasseroberfläche gelegt werden. So bleibt die Wassertemperatur in den Wasserschichten gleich, es gibt keine Temperatursprünge. Idealerweise wären eigentlich, wie man es jetzt auch so hier sieht, da haben wir speziell schwarze Hohlkugeln. Die haben den Vorteil, dass sie einfach das über das Licht, über die Sonne, die Wärme noch ein bisschen anziehen. Und gleichzeitig haben sie den Vorteil, sie geben dem Teich eine gewisse Dunkelheit. Das heißt, dass die Fische einfach auch besser in die Winterruhe gehen. Die Kugeln passen sich perfekt der Teichoberfläche an. Wenn es schneit, bleibt der Schnee oftmals drauf liegen. Dann haben wir eine zusätzliche Dämmung. Irgendwann, wenn es schmilzt, läuft es einfach zwischen rein. Kann nichts passieren. Die hohlen Kugeln sind sehr leicht. Doch selbst wenn es stürmt und schneit, werden sie nicht weggeweht, da ihre runde Form kaum Angriffsfläche bietet. Eine günstigere Alternative wäre eine Luftpolsterfolie, die die Wasseroberfläche komplett abdichtet. Bei der Folie ist eigentlich so, die hat einen Nachteil, dass sie eigentlich den Gasaustausch abschließt. Das heißt, wir haben keine Zirkulation mehr von Luft oder Sauerstoff. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass es optisch natürlich auch nicht wirklich schön ist. Im Winter hat es der Koi gern kühl. Er braucht Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad, um zur Winterruhe zu kommen. Und er hat es gern ruhig. Je ruhiger das Wasser im Teich, desto besser. Deshalb sollten Besitzer die Pumpen und Filter drosseln. Also in einem Koi-Teich lässt man normalerweise im Winter auch die Pumpe laufen. Das Einzige, was wir machen, wir tun sie sehr stark reduzieren, dass sie vielleicht noch 10% vom Volumen bringt. Das heißt einfach, in dem Moment, wo wir die Pumpe reduzieren und die Wasserbewegung reduzieren, gehen die Fische auch eher in die Winterruhe. Hätten wir eine stärkere Wasserbewegung, würden die Fische ewig schwimmen. Die Sauerstoffversorgung im Teich sollte gewährleistet sein. Es reicht aus, alle paar Wochen nachzusehen, ob die Pumpe noch läuft. Die richtige Abdeckung, kaum Strömung im Wasser und eine Temperatur zwischen 4 und 6 Grad. So kommt der König der Teiche am besten durch den Winter. Und damit seine Ruhe nicht weiter gestört wird, ziehen auch wir uns jetzt zurück. Und vom Zuhause der japanischen Edelfische kommen wir gleich zum Eigenheim der Menschen. Damit sie sich zu Hause langfristig wohlfühlen, ist der Grundriss von entscheidender Bedeutung. Wie Sie mit cleveren Ideen mehr Wohnqualität schaffen, zeigen wir Ihnen gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus.
Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Als Orangerie bezeichnet man einen historischen Garten für Zitruspflanzen. Orangerien wurden im 17. und 18. Jahrhundert vor allem im Zusammenhang mit großen Schloss- und Gartenanlagen im Barock bekannt. Eine solche Orangerie steht noch in Lindau am Bodensee und ist heute ein denkmalgeschütztes Anwesen mit absolut historischem Charme. Die Bauen und Wohnen Immobilienträume werden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. Es handelt sich hier um die ehemalige Orangerie und das Palmenhaus der Villa Leuchtenberg, eine der bedeutendsten Villen in Lindau. Das Anwesen wurde 2008 aufwendig kernsaniert und in ein großzügiges Wohnhaus umgebaut. Um 1900 erbaut, wurde das Gebäude unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes komplett neu aufgebaut. Dabei immer im Blick den Charme der Bauzeit erhalten. Wo früher Pflanzen überwintert haben, wird heute gekocht, gespielt und gelebt. Das Grundstück liegt nur 100 Meter vom Bodensee entfernt und bietet mit fast 3000 Quadratmetern Fläche viel Privatsphäre, einen großen Pool und zahlreiche Terrassen, auf denen man zu jeder Tageszeit die Sonne genießen kann. Die Wohnfläche erstreckt sich über rund 380 Quadratmeter. Der Wintergarten erinnert hier noch ein wenig an die ehemalige Orangerie und das Palmenhaus der Villa Leuchtenberg. Das Haus eignet sich perfekt für eine große Familie. Es bietet 4 Schlafzimmer, 3 Bäder, einen großen offenen Wohn- und Essbereich. Und zusätzlich noch eine Einliegerwohnung mit weiteren 100 Quadratmetern Fläche, die auch sehr gut als Gästebereich oder Büro genutzt werden kann. Die Einliegerwohnung im Erdgeschoss ist etwa 100 Quadratmeter groß. Wohnen und Arbeiten unter einem Dach haben einen Kostenpunkt von knapp 2 Millionen Euro. Barocker Charme und Seenähe dafür einen fast unschätzbaren Wert. Ein Grundriss ist dann gut, wenn er den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner entspricht und das nicht nur in der aktuellen Situation, sondern auch in der Zukunft. Aufteilung, Größe und Anordnung der Räume müssen berücksichtigt werden. Wo sollen Fenster und Terrassentüren hin und will ich eher offene oder eher geschlossene Wohnräume? Wir haben bei einer Einrichtungsexpertin nachgefragt, wie die perfekte Grundrissplanung aussieht. Eine gute Grundrissplanung ist die Basis für optimalen Wohnkomfort. Das beginnt bereits im Dielenbereich. Haben wir genug Platz für Jacken, für Mäntel, für Taschen, für Hüte, für die Dinge, die wir nach außen tragen oder die wir zurückbringen? Hier haben wir eine sehr schöne, komfortable Bank, auf die wir sitzen können, wenn wir unsere Schuhe anziehen. Wir haben einen großen, belüfteten Schuhschrank. Und wir haben eine Fußabtrittmatte in die Fliesen eingelassen, die bis in den Außenbereich geht. Dann sollten Sie sich fragen, wie möchten Sie wohnen? Wollen Sie Wohnen, Essen, Küche in einem Raum? Oder möchten Sie lieber eine Wohnküche, wie wir sie hier zeigen, und das Wohnen extra? Hier haben wir eine kuschelige Wohnlandschaft mit einem fantastischen Blick nach außen. Die Sichtachse von der Wohnlandschaft nach draußen in den Garten ist sehr wichtig. Wenn die Fenster gut positioniert sind, vergrößern wir unseren Wohnraum enorm. Was auch noch sehr interessant ist, ist das zuschaltbare Zimmer. Diese Tür erlaubt uns, aus einem Raum 2 Räume zu machen. Wir können eine Bibliothek hier unten reinbauen, wir können aber auch ein Gästezimmer daraus machen, wenn wir ein Duschbad im Erdgeschoss haben. Was die Türe auch noch für einen Vorteil hat, ist, wir können das Wohnzimmer so vergrößern, dass wir bei Festen eine große Tafel aufstellen können.
Wichtig ist auch, wie unten schon erwähnt, auch im Dachgeschoss der Stauraum. Wir sollten uns gut überlegen, was machen wir für Schränke und was soll da alles reinpassen. Ich empfehle, solche begehbaren Wandschränke zu machen, weil man da mehr als Kleider reinbekommt. Wir können hier eigentlich alle Spielsachen reinmachen und die Kinder können sich auch drin verstecken. Für diese Schränke muss man den Platz gut austüfteln, dass man weiß, wo kann ich die Türe setzen, wie groß kann mein Schrank sein, wie gestalte ich dann auch, wenn ich die Türe zwischen den Räumen mache, wo genau soll diese Tür zwischen den Räumen sein, dass ich sie später auch wieder zumachen kann und mit einem Schrank dann schließen. Das Bad ist heute nicht mehr nur ein Raum der Reinigung, sondern auch einen Raum der Entspannung. Deshalb würde ich Ihnen unbedingt empfehlen, nicht nur eine Dusche einzubauen, sondern auch eine Badewanne und sich auch mal den Bereich, wo das WC ist, gut anzuschauen, vielleicht noch eine Leselampe dazu und eventuell auch noch einen Platz für ein Fitnessgerät. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch schon wieder mit Bauen und Wohnen. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit dem Thema Soundsysteme für zu Hause. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss. Eine starke Marke für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus. Wir bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Kessler. Wir liefern Energie für Ihr Zuhause. Zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen.
Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu.